Hallo zusammen und willkommen auf meinem Desktop. Dieses Mal wollen wir nicht wirklich Dwarf Fortress spielen, sondern uns mit dem Therapist beschäftigen, da wir ja doch recht viele Zwerge inzwischen haben. Dafür müssen wir allerdings erstmal das Spiel starten. Klick. Und Spiel fortsetzen. Und dann, sobald die Welt geladen ist, kann sie ruhig pausiert bleiben und dann können wir hier erstmal minimieren. Wir wollen nur die Musik hören. Und dann auf Utilities gehen. Und zwar hier den Dwarven Therapist. Run-Programm. Und jetzt kommt das praktischste Tool, das es überhaupt gibt. Wenn es dann irgendwann mal auftaucht. Genau hier. Das lädt jetzt alle unsere 146 Zwerge sind inzwischen. Und zeigt an, erstmal, wie glücklich sie gerade sind. Was irre praktisch ist. Und irgendwas ist mit dem Zwerg da los. Der ist rot. Noch irgendjemand rot? Nö. Also erstmal zeigt es an, wie glücklich die Zwerge sind. Das ist schon mal irre praktisch. Sonst müsste man theoretisch jeden Zwerg einmal durchgucken und sehen, wie gut er drauf ist. Außerdem zeigt er an, welchen Job gerade welcher Zwerg hat. So, jetzt sehen wir hier, unser Rüstungsschmied hat nur den Auftrag, Holz zu verbrennen, den Schmiedeofen zu benutzen, Rüstung herzustellen und Metallcrafting zu betreiben. Er hat keinerlei Hauler-Jobs, die eigentlich sonst fast jeder hat. Was er jedoch hat, ist, dass er Verwundete einsammelt und Patienten trinken gibt. Das könnten wir beides ausstellen. Denn gerade so ein Job sollte eigentlich dafür sorgen, dass er nicht irgendwo hinläuft, wo er sterben könnte. Und Verwundete vom Schlachtfeld holen ist eine Tätigkeit, die doch recht schnell zum Tode führen kann. Also schalten wir es bei den beiden hier mal aus. Er ist unser richtig guter Rüstungsschmied. Warum hast du denn diese anderen Jobs nicht auch? Das sollte doch einigermaßen homogen aussehen. Und dir sollten wir auch die Hauler-Jobs wegnehmen. So, man muss hier immer auf Commit Changes gehen. Damit werden die Änderungen, die man hier im Tool vorgenommen hat, auch zum Programm geschickt. Das genaue Gegenteil davon wäre halt hier oben Read Dwarfs. Also wenn man zwischendurch weiterspielt, kann man hier jederzeit den aktuellen Stand von dem Spiel in das Tool laden. Und so geht das halt immer hin und her. Ich möchte jetzt in diesem Video... Warum ist der Armutswerk verschwunden? Achso, die wurden nach unten gestuft. Achso, also ja, ich möchte in diesem Video eigentlich nur Micromanagement betreiben. Also wenn euch das zu langweilig ist, dann überspringt das einfach und geht zum nächsten. Aber es ist halt ziemlich nötig, wie ihr sehen könnt, denn die sind hier alle schräg verteilt. Eigentlich müssten alle Leute, die denselben Titel haben, zum Beispiel alle Hammerzwerge, müssten alle dieselben Jobs wahrnehmen. Wie zum Beispiel alle Verwundete vom Schlachtfeld holen. Dafür sind ja gerade unsere Hammerzwerge eigentlich recht gut geeignet. Obwohl, das würden sie nur machen, wenn sie in Zivil sind und haben sie keine Rüstung an. Also nein, unsere Hammerzwerge holen auch keine Verwundeten vom Schlachtfeld. Das machen unsere Hiwis. Die dürfen ruhig sterben. Die kriegen dann die ganzen Jobs, wo man sterben kann. Und unsere Hiwis sind die Hauler. Also erstmal Commit Changes. So, jetzt haben wir hier unsere Hammerzwerge. Den nehmen wir auch die ganzen kleinen Jobs, die sie zwischendurch hier mal haben, auch alle weg. Auch wenn er ein legendärer Glasmacher ist. Okay, haben wir noch irgendeinen sehr guten Glasmacher? Nö, war ja klar. Okay, dann lassen wir ihm das mal. Oder wie... Ich habe es ungern, dass jemand im Militär auch einen wichtigen Ziviljob hat. Denn Leute im Militär werden irgendwann sterben. Und dadurch, dass er den Job jetzt macht, hat auch kein anderer die Chance, darin Skill zu bekommen. Also nehme ich ihm das jetzt einfach weg. Commit Changes. Und suche mir dafür irgendein Zwerg draus, der das vielleicht schon ein wenig hat. Also Glassmaking ist die Reihe hier. Auge drauf, Auge drauf, Auge drauf. Das da? Nö. Hier war das. Der hier hätte etwas im Glassmaking. Zwei Level. Schon mal nicht schlecht. Also gut, das ist jetzt unser Glaszwerg. Eine Berufsklasse, die wir nicht wirklich häufig benutzen. Aber trotzdem hätte ich für jede Klasse gerne zwei Vertreter. Dass falls einer stirbt, der andere einspringen kann. Also brauchen wir jetzt noch irgendeinen Glaszwerg. Da schnappen wir uns jetzt jemanden, der keinen Job gerade hat. Und keine besonders wichtigen bzw. besonders hohen Skills. So, du bist jetzt auch Glas. Okay, Commit Changes. Und wieder hier nach Namen sortieren.
Wir haben ein Animal. Zwerg. Da brauchen wir noch einen zweiten. Hat irgendjemand sehr gute Tier-Aufpass-Skills? Level 1, Level 1 ist nicht besonders viel. Der da hat auch was. Na gut, nehmen wir erstmal allen das weg. Denn ich will nicht, dass irgendjemand was macht, was er nicht machen soll. Und dadurch im anderen Zwerg die Erfahrungspunkte klaut. So, du bekommst auch noch den dazu. Den dazu. Und wirst auch umbenannt nach Animal. Okay, Commit Changes. So, also zwei, die für Tiere zuständig sind, zwei, die für Rüstung zuständig sind. Unsere beiden, achso, bei denen sollten wir auch gleich gucken, was für eine anderen Jobs sie auch noch haben. Sie sollten keine Verwundeten holen, niemanden füttern. Sollen sie Hauler-Jobs wahrnehmen oder nicht? Die beiden werden nicht viel zu tun haben. Also das Trainieren von Hunden dauert ein, zwei Tage, dann sind sie fertig. Und sich um Tiere kümmern ist auch nicht wirklich häufig notwendig. Also wäre das eigentlich Verschwendung, wenn sie keine Hauler-Jobs annehmen würden. Trotzdem, wir haben genug Zwerge, komm. Die Hauler-Jobs machen jetzt wirklich nur die Hauler-Zwerge. So, damit hätten wir die auch nochmal. Unser Braumeister, was machst du alles? Du wirst auf keinen Fall loslaufen, Verwundete holen. Du wirst auch keine Hauler-Jobs machen. Du wirst auch keine von den anderen Farmtätigkeiten wahrnehmen. Du wirst wirklich nur brauen und... Er ist ein sehr guter Tanner. Also jemand, der aus Rohhäuten Leder macht. Und Farmer. Nö, nehme ich ihm beides weg. Er soll nur brauen. Durchgehend. Und davon brauchen wir noch einen zweiten. Also sortieren wir mal nach Braun. Wer ist da noch hoch? Er hier ist hoch. Oder sie hier besser gesagt. Das ist übrigens auch noch ganz praktisch, dass hier das Geschlecht angezeigt wird. Das verwechsel ich sonst im Spiel ganz gerne, weil ich nicht so die Geduld habe, bei jedem Zwerg zu gucken, ob es nur Männlein oder Weiblein ist. Aber ja, das wäre auch noch praktisch. Also Brewer Nummer 2 bist du. Du kriegst dann ebenfalls die Jobs hier weggenommen. So, Commit Changes. Sehr gut. Zwischendurch gucke ich nochmal ganz kurz, ob Fraps läuft. Das spackt nämlich in letzter Zeit recht häufig rum. Mit einem Grund, warum ich so selten benutze. Aber jetzt, um den Desktop aufzunehmen, geht das halt nur leider damit. Mit DigStory habe ich das noch nicht hinbekommen. Aber gut, scheint noch alles zu laufen, weil es wäre jetzt ärgerlich, wenn ich das alles ändern würde und dann das Video abstürzt. Weil die ganzen Änderungen sind ja permanent. Ich habe das ja alles hier quasi live am Laufen. Na gut. Was machen wir weiter? Wir haben unsere Brauer jetzt festgelegt. Die Carpenter. Ihr sollt Armbrüste herstellen und Carpentry betreiben. Ihr sollt nichts anderes machen. Schon gar nicht haulern. Ich muss gleich mal gucken, wie viele Hauler wir haben. Sonst könnte das knapp werden. So, Köche genauso. Ihr macht nicht das. Ihr macht keine davon. Woodcrafting hat er 15. Woodcrafting könnten wir doch eigentlich unseren Carpenter auch noch geben. Benutzt man zwar nicht besonders häufig. Aber wenn es denn mal anfallen sollte, sollten die beiden das machen. Warum bist du ein Mechanic? Du hast keinen Namen. Keinen Namen bedeutet Hauler. Hauler. Aber ja, wir dürften eine ganze Menge Hauler haben. Selbst wenn wir jeden Beruf zweimal nehmen würden, bei 150 Zwergen und später noch mehr, dürfte das machbar sein. Gucken wir kurz runter. Hauler fangen hier an. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ja, um die 30 rum. Und wir haben noch jede Menge Leute ohne einen Titel. Das haut schon hin. Und immer alles groß schreiben. Ich glaube als nächstes, also ich mache jetzt nicht alle Hauler am Stück, sondern ich gucke erstmal, ob die Hauler, die dann aktiv sind, auch die richtigen Jobs haben. Also es fängt hier an. Die Hauler sollten keine Jobs haben, die irgendwie wichtig sind. Wie solche Sachen hier zum Beispiel. Warum haben die alle Stoffverarbeitung? Ach, wegen unserer einen Panikaktion, wo wir ganz schnell irgendwas herstellen wollten. So, der Hammerzwerg
Sollte auch keinen Stoff herstellen, das ist auch richtig. So, und die müssen auch noch alle weg. So, also, unsere Hauler haben jetzt die... Oh, du bist ein Kind. Du bist ein Set-Nickname. Du bist ein Kid. Weil ich konnte ihm keinen Job zuteilen. Also mit gewissen Tools geht das, dass man auch Kinder zu irgendwelchen Hammerzwergen oder Carpenters oder sonst was zwingen kann. Aber das benutzen wir hier nicht. Das nehme ich den Hammerzwergen auch mal weg. Mit dem Trinken geben. Die sollen in ihrer Freizeit echt nur entspannen, damit sie besser drauf sind. So, wir waren aber bei den Haulern. Hauler fingen hier an. Also sie haben alle Haulerjobs. Sie haben die Füttern-Jobs und die Verwundeten holen. Und hier ist noch ein Kind bei. Oder? Nee, hier ist ein Hauler ohne Hauler-Jobs. Auch nicht schlecht. So. Das sieht doch schon gleich wesentlich strukturierter aus. Was mir noch eingefallen ist, ich habe euch noch gar nicht die anderen beiden Tabs hier gezeigt. Der Tab hier zum Beispiel zeigt an, wie gut die Skills sind unserer Militärzwerge. Beziehungsweise wie gut die Kampffertigkeiten sind. Hier sind unsere Hammerzwerge. Wir können sehen, inzwischen sind die einigermaßen gut ausgebildet, aber wir haben immer noch ein paar Leute dabei, die anscheinend bisher nicht im Danger Room waren. Der hier hat gerade wie viel? 15 plus 3 in Fighter. Das heißt, er wird so gut wie immer treffen. Und er ist auch ein recht guter Schildbenutzer. Der Rüstungswert ist allerdings bei allen recht niedrig, was darauf schließen lässt, dass der Danger Room fast nicht die Rüstung steigert, was natürlich ärgerlich ist, weil gerade das Wichtigste ist. Mir ist gar nicht wichtig, dass sie so schnell eine Invasionsstreitmacht niederprügeln können. Mir ist wichtig, dass sie überleben. Weil ich halt nicht Lust habe, deren Zimmer jedes Mal neu zu dekorieren, sobald der halbe Trupp stirbt. Aber ja, hier können wir halt nachgucken, wie aktiv unsere Leute gerade sind. Und die Hammerzwerge hier unten, die gar keine Fähigkeiten haben, sind halt die Reserve-Hammerer. Der nächste Tab wäre dann Social Skills. Die eigentlich vollkommen uninteressant sind, außer halt für Gerogon. Da, erstmal bin ich ein super Verhandler. 15 plus 5 legendär und ein Organisierer, weil er kümmert sich halt immer darum, dass die Buchführung glatt läuft und dass wir immer wissen, wie viele Sachen wir da haben. Das heißt, eigentlich willst du den ganzen Tag immer nur hin und her und guckt, wie viele Steine wir im Stockpile haben und dergleichen. Obwohl, das müsste eigentlich Record Keeper sein. Warum ist er denn so gut ein Organisierer? Na gut, aber das ist halt nur für die Nobelleute einigermaßen interessant. Die Skills hier bekommen die Zwerge übrigens, wenn sie nichts zu tun haben und mit anderen Zwergen reden. Durch das Reden und in ihren Pausenräumen kriegen sie halt hier die Social Skills hoch. So, aber jetzt zurück zu den Arbeiten. Wir wollen weitermachen. Engraver, wir haben Stone Detailing. Da ist er bei 15 plus 5. Wer bist denn du? Bist du etwa... Ja, Allen. War doch Allen, richtig? Habe ich diesmal richtig ausgesprochen? Ich hoffe ja. Ich habe schon zweimal falsch ausgesprochen oder so. Also ja, wir haben einen Engraver, der richtig gut ist. Der sollte auch nichts anderes machen. Auch keine Hauler-Jobs. So. Und da wir immer einen als Backup haben wollen, sortieren wir mal nach Stone Detailing. Das kann keiner wirklich gut. Und der Mason sollte kein Stone Detailing haben. Das sollte ein Engraver haben. Also, sollte ich mal wieder nach Namen schnappen uns irgendein Zwerg, der kein Kind ist. Bist du ein Kind? Nein, bist du nicht. Dann bist du jetzt ein Engraver. Alles groß. Engraver. So. Wo sind unsere Engraver? Da sind unsere Engraver. Dann nehmen wir den Job auch noch ab. Die ganzen Hauler-Jobs auch alle weg. Und dann müssten wir gleich mal, also eigentlich müssten wir jetzt ihm den Job wegnehmen, jedenfalls für eine ganze Weile, so, und nur sie alleine jetzt tagelang irgendwas engraven lassen. Jo, das machen wir dann einfach, wenn ich denn in der nächsten Folge dran denke. Was haben wir noch? Wir haben einen Edelsteinschleifer. Der soll sich um niemanden kümmern, der soll nur Edelsteine schleifen und Knochen anscheinend. Da haben wir noch jemanden, der Knochen ganz gut hat, aber das war unser Hammerzwerg. Ich guck mal ganz kurz, ob er recht gute Militärfähigkeiten hat. Wenn er nicht die hat, dann können wir ihn einfach kurz aus dem Militär rausschmeißen. Ah doch, er ist relativ gut.
weiß nicht. Gem Cutting hat so eine Level 8. Okay, komm, wir machen das anders. Du bist jetzt nicht mehr Gem, sondern du bist Bone. So, komm, Changes. Dann haben wir hier unseren Knochenschleifer. Haben wir noch einen guten Knochenschleifer? Ja, diesen Hammerzwerg. Okay, du bist kein Hammerzwerg mehr, tut mir leid. Du bist jetzt auch ein Knochenschleifer. Ich hoffe einfach mal, dass wir schnell genug wieder hinbekommen, dass der Ersatz-Hammerzwerg für ihn auch wieder so hohe Skills bekommen hat wie er. Aber er hat die ja eh nur bekommen, weil er 2-3 Folgen lang in dem Danger Room war. Also passt das schon. Diese legendären Fähigkeiten sind mir doch schon ein wenig wichtiger. Also, du hast keine Hauler-Jobs, bitte. So. Goodie. Also, wir haben so Knochenleute. Wir haben hier alle. Was ist denn da so alles noch dazwischen? Ihr seid einfach nur Hauler. Du. Und. Komm schon. Du. So. Und wie ihr auch sehen könnt, es ist alles ziemlich wüst hier. Das heißt, ich habe in den letzten Folgen nicht wirklich viel hier drin gemacht. Ich habe die Zwerge einfach so machen lassen, weil es halt recht zeitaufwendig ist, immer nebenbei hier was zu machen. Außerdem will ich nicht mitten in einer Aufnahme kurz pausieren, dann auf dem anderen Bildschirm irgendwas machen und dann wieder zurückkommen. Das ist irgendwie doof. Aber ja, wir kommen hier relativ schnell voran. Ich werde jetzt nicht alles on camera machen. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, wie das Tool hier funktioniert, wie das Gröbste einzustellen ist. Eine Sache, die ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, ist hier der momentan ausgeführte Job. Da kann man gucken, was er gerade macht, was auch recht praktisch sein kann. Zum Beispiel die Jungs hier mit der Pickaxe, die sind gerade halt am Minern. Die hier dürften nichts zu tun haben, genau die mit dem Kreis. Er trinkt gerade was. Er tut etwas in einen Barrel rein. Was ist das da für ein Symbol? Er isst was. Ja, auch schön. Also ja, das Tool ist irre praktisch. Man kann es natürlich auch ohne machen, aber das macht das Leben irre schwer. Was ich mir jetzt noch merken will, ist der da, Sewot. Sewot ist tierisch unglücklich. Also, geh irgendwann aus der Zukunft, denke an Sewot. Und wir sehen uns bald wieder.